Horch, Gemurcht, Augen auf beim Salatölkauf. Gibt ja so viele Salate, ne, Horch. Ja, die sind gesund, auch von den Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen. Und ja, da gibt es verschiedene Unterschiede, zum Beispiel ein Wurstsalat. Dann einen bayerischen Wurstsalat, dann gibt es einen Thunfischsalat und Erdbeersalat ohne Erdbeer, aber mit Fleischwurst und dann noch Schinken-Käsesalat und Käse-Schinkensalat. Und jetzt ist die große Problematik immer, jeder Salat bedarf eines anderen Öls. Und jetzt bin ich in mich gegangen, ich selber persönlich, war kein anderer dabei, ne? Horch, und habe ich mir gedacht, was für den Wochen gut ist, ist für den Körper auch gut, ne? Der Wochen hat Meerbereichsöl. Da habe ich mal so umgeguckt, hier habe ich hier Rapsöl und Distelöl und Olivenöl und Salatöl und Sonnenblumenöl. Im Auto habe ich noch so ein älteren Plastikkanister, da war mal Benzin drin. Ich habe das sauber mit warmem Wasser ausgespült und habe verschiedene Öle reingefüllt, zur Hälfte voll. Und da ja die verschiedenen Öle, das sind jetzt Mehrbereichsöle, die kannst für alle Salate verwenden, auch noch eine spezielle Note haben sollen, habe ich mir gedacht, weil weißt von dem. In der Verwandtschaft, da ist eine Hautcousine, die kann ganz gut kochen. Das ist praktisch von meiner Tante. Die ist verheiratet und die hat mit ihrem Mann eine Tochter. Und die Tochter ist, die Mutter von der Tochter ist die Tante, aber jetzt die Tochter. Diese Cousine, die kann perfekt kochen, wenn da irgendwas ist, da schlägen sie sich immer die Finger ab. Nicht von der, sondern von sich selber. Dann habe ich gedacht, jetzt das kann ich doch auch, ne? Also habe ich jetzt die verschiedenen Öle zusammengegeben, sagen wir Meerbereichsöle. Und damit eine spezielle Note gegeben ist, habe ich ein bisschen Erde reingekippt und ganze Walnüsse, ne? Dass das nussig und erdig schmeckt so und dass es eine wunderbare Note ist. Habe kräftig das durchgeschüttelt und wieder in die Flaschen abgefüllt, habe das Etikett dann runtergerissen. Man will ja nichts fortwerfen. Man ist ja sparsam, ne? Horch. Und jetzt, egal bei was für ein Salat, du triffst immer die richtige Auswahl. Und das ist praktisch eine All-in-Situation. Egal welcher Salat, du bist immer auf der sicheren Seite. Probier's aus.